Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ein Kunde hat mir ein Schloss geschickt. Das hat er auseinandergebaut. Und die Frage ist jetzt, wie baut man das wieder zusammen? Gut, jetzt hole ich mir das mal eben an und dann zeige ich gleich mal eben wieder, wie das aussehen muss, wenn das zusammengebaut ist. Um das Schloss wieder zusammenzubauen, packe ich das hier in meinen Schraubstock rein. Und eigentlich ist sowas komplett einfach. Wir haben ja einmal hier die Drückernuss, das ist also praktisch diese hier, die sich hier bewegt. Das ist klar, die muss da immer hin. Dann haben wir dieses Teil hier, das ist die Sperre. Die kommt immer dahin, wo dieses Loch ist. Da kann man das sehen. Da kommt die da rein und die muss da praktisch also einhaken. Und dann haben wir hier den Schieber, den kann man auch nicht verkehrt rum einbauen. Der hat auch eine Richtung. Und mal gucken, ist ein bisschen tiefer hier hin. Und das ist praktisch jetzt das Teil, was sich also jetzt hier bewegt. Mal ein bisschen anders einstellen hier. Kann man das Ganze ein bisschen besser sehen. Das sind so also die Teile, die so eine Grundfunktion haben, damit das funktioniert. Dieses hier ist die Sperre, damit das nicht geht. Wenn die weggedrückt wird, dann geht das dementsprechend hier auf. Und dann muss das nachher auch wieder runter. Gut, das ist eigentlich also die Grundsache. Jetzt sollen wir das mal eben gleich ein bisschen schmieren. So, dann ist das nämlich schon mal so die Grundgeschichte. Okay, jetzt geht es einfach weiter. Dann haben wir hier drei Federn. Und eine Feder brauchen wir eben halt, die dieses hier macht. Diese hier ist praktisch zu lang, die ist auch gebogen, also die kommt irgendwann anders rein. Dann kann das nur einer von diesen beiden sein. Da das aber ein kleines Teil ist, sollte das auch so sein, dass hier die Feder da auch reinkommt. So, und schon haben wir hier die Funktion, das ist also die Sperre, damit man das Teil hier nicht mehr drehen kann. Jetzt haben wir noch diesen hier, der sollte eigentlich auch runtergedrückt werden. Dafür haben wir hier eine dickere Feder. Das ist die hier und die kommt praktisch jetzt dahin. So, und damit ist praktisch dieses hier gegeben. Das hat auch richtig Spannung, muss auch haben, weil der muss so einen Riegel mit runterdrücken. Dann ist das auch schon in Funktion. Dann haben wir jetzt noch diese hier. Da haben wir einmal einen langen Schenkel und einen kurzen Schenkel. Theoretisch könnte man das jetzt so einbauen, aber dann wäre der kurze Schenkel zu kurz. Da stößt hier hinten gegen. Da, so muss ich das mal machen. Diese Feder kommt hier hin. Also ist das der kurze Schenkel hier. Das ist der lange Schenkel. Und damit das hier funktioniert, da stößt dagegen, muss das also umgedreht werden. Und dann wird das praktisch hier reingespannt. So, und damit haben wir das Schloss soweit fertig. In Funktion. Machen wir gleich noch ein bisschen Öl drauf, weil danach mache ich es zu. Sprüht auch mal was drauf, damit das dementsprechend ein bisschen besser verläuft, das dicke Öl. Das Schlossöl. Genau, dann kommt jetzt hier also praktisch der Deckel drauf. Dann haben wir das auch drauf. Und sollten wir noch zwei Schrauben haben. Die sind hier. Eine, noch eine.
Da war schon Öl drin. Ja. So, dann drehe ich das hier einmal fest. Dieser Seite auch. So, das Schloss sperrt. Jetzt mache ich das mal eben und zeige ich mal eben. Das ist die Seite hier. Ja, jetzt ist das fest. Und wenn ich jetzt dieses hier wegdrücke, dann kann ich das hier öffnen. Ich mache das mal eben anders. Genau. Damit man das vernünftig sehen kann. Ich mache das jetzt hier weg. Und dann kann ich das hier dementsprechend öffnen. Jetzt rastet das gleich ein. Man sieht, wie sich das jetzt hier bewegt. Eingerastet, jetzt ist es wieder gesperrt. Und jetzt ist es wieder offen. Gut, dann brauche ich mal eben einen Zylinder. Den stecke ich hier rein. Kann sehen, das Teil bewegt sich hier. Wenn das beiseite gedrückt ist, kann ich das hier öffnen. Jetzt ist gesperrt. Jetzt bewegt sich das Teil hier wieder und ich kann wieder öffnen. Gut, so, dann haben wir das auch zusammen. Dieses Teil kommt hier rein. Und das ist für die Drückernuss, das kommt da oben hin, wenn man das festmacht. Und das ist praktisch der Abstand, damit das Schloss besser aufliegt. Ich denke mal, hier ist ein Falz drin, wo das Gegenlicht, da wird das festgeschraubt und dann darüber. Ja, und das war's dann. Da fehlt eine Schraube, da muss ich gleich mal gucken, ob ich noch eine habe. Die drehe ich da gleich noch rein. Und dann ist das dementsprechend fertig und kann so wieder zurück zum Kunden. Wie gesagt, das war es dann soweit von meiner Seite aus. Wenn Sie so ein Schloss haben, entweder schicken Sie es mir rüber, ich mache Ihnen das fertig, oder Sie finden im Netz auf meinem YouTube-Kanal unter Garageschlössern, muss man mal gucken, wo ich das wieder ein zusammenbaue. Das war es dann soweit von meiner Seite aus und dann freue ich mich auf mein nächstes Projekt und alles weitere ist unten in der Videobeschreibung.